Der Strand des Aufbruchs, so vieles hat hier seinen Anfang genommen. Wohlan, genug der Worte. Stell dich mir. Ja. Das hört sich nach einem Kampf an. Demboku von der Galaktik-Expedition fordert dich heraus. 5 Pokémon, geht klar. Geowatz. Okay, das ist gut für die Alga. Boah. Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich ein legendäres Pokémon benutze. Machen das eigentlich viele Leute auf Twitch und YouTube? Wenn nicht, dann ist das doch umso besser für mich. Tschüss. Ja, die Attacke trifft sehr effektiv. Ich bin klar im Vorteil. Oh, das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Und es ist auch gefährlich gewesen. Und da ist auch schon die nächste Attacke. Okay. Zeitenlärm. Definitiv. Relaxo. Jetzt geht's hier los. Okay, ich muss aufpassen. Ich habe jetzt kein allzu starkes Team hier. Darkrai und Shaman habe ich noch. Okay, ich benutze die Pokémon erstmal. Und irgendwann kümmere ich mich dann um die EV-Werte. Hoffentlich. Naja, wie wäre es mit Insta-Aura? Bei Schlummerort wäre auch nice. Das ist ein Relaxo. Sollte es nicht unterschätzen. Ja, das meine ich. Ah gut, es wird zurückgerufen. Ixi, das könnte gefährlich werden. Boah, richtig viele Kraftpunkte verloren. Setz mal Schlummerort ein. Ja. Okay, nice, es ist eingeschlafen. Es greift mich trotzdem an. Das Spiel kaputt? Oder befindet es sich im Halbschlafmodus? Okay. Das wird langsam knapp. Ja, Energieball. Es hat das Wesen mäßig. Richtig cool. Spezialangriffswert steigt dadurch. Wunderschön. Wunderschön. Okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Boah, ey. Gefährlich. Nochmal Energieball. Boah, heftig. Nochmal. Wobei, wäre die andere Pflanzenattacke jetzt besser? Ja, nice, besiegt. Oh, gefährlich. Pixie war ja auch schon gefährlich. Oh, das ist wiederum nicht so gut für mich. Das ist absolut nicht gut für mich. Okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Alga wieder zurückkehren kann. Okay, Shiny Ponita, zeig mal, was du drauf hast. Ja, ey, was soll das? Ich habe Ponita eingesetzt, damit ich mich um meinen Galga kümmern kann. Ups. Okay, das begreife ich jetzt nicht. Das checke ich jetzt nicht. Ja, ich brauche die Galga unbedingt. Schack will 65. Oh, ich habe die Attacke ausgehalten. Oh, und da kommt schon die nächste. Eigentlich wollte ich mich vollständig um die Alga kümmern. Aber ich glaube, ich verzichte erstmal drauf. Im schlimmsten Fall habe ich ja noch Rotaro. Wobei, das könnte auch gefährlich werden. Sicher ist sicher. Okay. 46 Kraftpunkte verloren. Jetzt weitere.
Wie wär's mit Eisenschweif? Bam. Aber es hat die Attacke trotzdem ausgehalten. Oh, jetzt geht's los. Da ist die Chance. Da ist die Chance. Nice. Na, der war auf jeden Fall stark, der Denboku. Dass er so starke Pokémon am Start hat. Interessant. Sogar feuchteinflößende Kreaturen wie Pokémon können Verbündete sein. Oha, Otaro hat Level 31 erreicht. Seit unserem Zweikampf auf dem Kraterberg bist du wieder deutlich stärker geworden. Und jetzt verstehe ich auch warum. Du siehst Pokémon nicht als Feinde an, sondern als wertvolle Verbündete, die mit dir durch dick und dünn gehen. Hier, das ist für dich. Haustafel. Als die ersten Mitglieder der Galactic-Expedition, das heißt Mubeshi, ich und ein paar andere hier ankamen, fanden wir diese Tafel. Ich habe gleich gemerkt, dass hier eine Kraft innewohnt und sie seitdem sorgfältig verwahrt. Es erscheint mir nur angemessen, dass sie nun in den Besitz derjenigen gelangt, die ebenfalls hier strandete. Vielleicht hat uns ja irgendetwas hierher geführt. Ja, so muss es sein. Nicht nur wir, sondern auch Diam und Perla. Wir alle wurden vom ehrwürdigen Sinnoh geleitet. Vielleicht sollte dieses Land statt Hisui besser Sinnoh-Region genannt werden. Oh. Ich habe zwar kein Recht, das zu sagen, aber ich bin froh, dass unser Forschungstrupp ein so talentiertes Mitglied wie dich gefunden hat. Ohne dich und dein Können wäre der Kraterberg unser Grab geworden. Heimat und Zukunft hätten wir für immer verloren. Nun gut, dann will ich dich mal nicht von weiterer Forschung abhalten. All das Wissen, das du über Pokémon zusammenträgst, wird unseren Weg in die Zukunft erhellen. Die Tafel des Strands des Aufbruchs. Oh, das war gerade eine Hauptmission, um die wir uns gekümmert haben, korrekt? Gogetas Information zufolge fehlen dir noch 4 Tafeln. Ja, aber ich kann Damit hier immer noch nicht benutzen. Wo ist denn den Boku hin? Wer ist denn diese Person? Shizuko. Wo kommen eigentlich Pokémon her? Game Freak, die sind verantwortlich für Pokémon. Wenn die beiden Clans sich von jetzt an besser verstehen, hatte es ja etwas Gutes, dass diese seltsame Sache mit dem Himmel passiert ist. Okay, ich glaube, ich könnte hier erstmal rumfliegen. Neue Nebenmission. Okay, das checke ich mal ab. Eieiei. Doch, das sollte ich echt abchecken. Weil mir fehlen ja noch einige. Und es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich alle auf einen Schlag schon haben würde. Dann wäre das Suchen später viel angenehmer und chilliger. Dann muss ich ja nur einmal die Mission aktivieren und das war's dann. Hä? Oh, noch 680 Punkte. Okay, mach ich schnell. Du bist doch dieses Mitglied des Forschungstrupps, von dessen können alle schwärmen, oder? Ich hätte da eine Bitte an dich. Du kennst doch sicher den Erztunnel, oder? Er liegt in der Nähe vom Obsidian Wasserfall. Als ich neulich im Erztunnel ein paar schöne Steine aus der Wand graben wollte, hat sich mir ein gefährliches Pokémon in den Weg gestellt. Könntest du es vielleicht für mich beruhigen? Ich übernehme das. Danke, wenn du bereit bist, das Pokémon in deine Schranken zu weisen, komm zum Erztunnel. Check. Gibt es hier noch weitere Personen, die ich ansprechen kann? Ich würde sie ja gerne selbst suchen gehen, aber sobald ich da draußen ein Pokémon sehe, ist für mich Ende Gelände. Darum bitte ich dich, suche für mich das Sumpfland nach Mina ab. Ach, du hast mich auch um etwas gebeten.
ziemlich verpeilt, der Kanscha. Dann gehe ich mal erstmal Pokémon catchen. Da muss ich wohl hin. Wobei, ich will hier chillen. Ja, jetzt geht es einfach nur darum, an den Mitgliedsrang zu denken und vielleicht kann man weitere Nebenmissionen klar machen.